So, jetzt haben wir hier nochmal so ein TrueTeef in einer 4 MHz-Version. Da habe ich mal einen HF-Transistor eingesetzt, das Ganze ein bisschen HF, auf HF getrimmt. Und die Induktivität ist hier so eine Drossel, so eine Speicherdrossel, wie sie auf Mainboards zu finden ist. Die hatte ursprünglich hier mal 2,5 Mikrohenry, eine einfache Wicklung drauf. Und ich bin dann hergegangen und habe eine Bifilare, also habe das runtergeschliffen, habe eine Bifilare drauf gemacht mit 4,5 Mikrohenry. Und da kommen wir, um das mal zu zeigen. Ich will mal schauen, dass ich mein Stativ hier wegbekomme. Und da kommen wir, wenn er sich denn mal scharf stellt. Hier oben ist der Zähler aktuell bei 15 mA Stromaufnahme, 4,0194 MHz. Und das Oszillbild, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Moment, ich drehe das mal noch ein bisschen auf. Das ist ein bisschen verschwommen, weil, Moment, das können wir korrigieren. So, jetzt müsste es besser sein. Sehr schön, da haben wir das Oszillbild, falls das jemand interessiert. Unten ist die Ladephase. Oh Mensch. So, ja, unten ist die Ladephase, also die Spule aufgeladen wird. Hinten sieht man, knickt das so, ne? Das ist es gerade, dann knickt das. Da geht sie dann in die Sättigung und dann haben wir hier oben, zack. Wenn es über die Diode hinweg geht, da haben wir auch keine Kapazität. Das ist eine sehr geile Diode, eine HP2900. Das ist eine Mischerdiode, schon sehr alt, aber eine sehr geile Diode. Und ja, wie lange? Das ist jetzt, Moment. Die Phase geht in etwa 20, 40, 45 Nanosekunden. Und dann beginnt das quasi wieder von vorn. Das sieht sehr schön aus. Das sind sehr schöne Kippschwingungen, ohne irgendwelche Überschläge oder Streukapazität. Das sieht schon ganz gut aus. 4 MHz, wie gesagt, da haben wir es. Cool. Und eingestellt habe ich jetzt aktuell 15 mA und das dauert immer ein bisschen. Stellt nicht scharf, aber gleich stellt er scharf oder auch nicht. Jetzt, da sieht man es in der Bildmitte, wo der Messabgriff vom Oszi so ein bisschen hin zeigt. Da sitzt ein russischer kleiner HF-Transistor KT382B. Hat eine Transitfrequenz von 1,8 GHz. Und man muss aber aufpassen mit dem. Der ist relativ empfindlich. Der hat lediglich UCE, glaube ich. Oh, ich glaube 10 Volt oder 15 Volt, irgend sowas in dem Dreh. Also ohne Last sollte man den nicht betreiben. Hier hinten sehen wir halt die Induktivität. Und die Diode, die HP2900, das ist die kleine schwarze. Hier sieht man sie so ein bisschen. Ja, und die LED ist schön brutal hell. Sehr geil. Also HF-technisch gefällt mir das fast noch besser. Da geht was. Da geht noch mehr. Also ich habe schon getestet mit 6, 7 Megahertz sowas in dem Dreh. Aber das macht dann keinen Sinn mehr. Aber hier bei 4 Megahertz kommt effektiv noch ganz schön was rum aus dieser Speicherdrossel. Da hat sich hier, Entschuldigung, dieser Ringkern, den ich hier gewickelt habe, für diese Zwecke, wenn es denn mal sich scharf stellen würde. Jetzt, Dankeschön. Da liegt so ein kleiner Ringkern, der schwingt aktuell so bei, ich glaube, das sind sogar 5 oder 6 Megahertz gewesen, aber da hat er sich schon verabschiedet, ist ein Pulverkern, bekommt das Material sozusagen nicht mehr mit, ne? Also da merkt man eindeutig hier, Ferrit ist dem dann schon überlegen, also die Speicherdrosseln sind schon sehr geil. Okay, das war's, tschüss.